Einen wunderschönen guten Morgen. Also in diesem ehemaligen Hotel habe ich echt Bombe geschlafen. Das war ein Traum, endlich mal nicht zu frieren in der Nacht. Ich konnte, wie gesagt, auch mein Zelt da aufhängen, dass ich das zum Trocknen da wieder mitnahmebereit verpacken konnte. Ja, ich habe schon gefrühstückt, ich habe einen Kaffee getrunken. Alles, was wichtig ist, Körperpflege, alles erledigt, das tat Not. Ja, und jetzt geht es nach Albeck oder Heringsdorf, ne, eher Albeck, aber das gehört zu Heringsdorf. Da ist dann mein heutiges Ziel, ist nicht mehr weit. Also quasi ein finales Schaulaufen heute. Viel Spaß dabei, die letzten Bilder hier von der Insel Usedom. Bis denn dann, tschö, tschö. Ja, hallo und moin hier jetzt aus Albeck an der Ostseeküste. Ich habe es geschafft. Ich bin in Albeck, ich bin angekommen. Es sind noch 2-3 Kilometer, bis der offizielle Radweg zu Ende ist. Ich will aber nur einmal in diese Richtung, weil da ist Swinemünde, da ist Polen und dort möchte ich mein Mittagessen zu mir nehmen. Und nachher in diese Richtung ist dann wieder Albeck und da werde ich dann zu Abend essen. Aber alles ganz gemütlich. Jetzt genieße ich das, dass ich hier bin, dass das Wetter mitspielt, dass ich es geschafft habe. Es wird noch ein paar kleine Videos und Fotos geben, also bleibt dran. Viel Spaß, bis später. Ciao.
Also das Schöschlik vom Grö und das polnische Bier waren super lecker. Ich mache mich jetzt wieder zurück Richtung Ahlbeck. Und dann werde ich mal schauen, ob ich irgendwo einen Campingplatz finde. Und ich muss zum Bahnhof. Ich muss mir meine Rückfahrt für morgen buchen. Wird wohl nicht so einfach werden, habe ich schon online gesehen. Deswegen fahre ich zum Bahnhof. Mal gucken, was die mir anbieten können. Bis später. So, jetzt bin ich hier am Bahnhof in Ahlbeck, weil ich muss ja morgen wieder nach Hause fahren. Hier gibt es aber keinen Bahnschalter und über die App kann ich weder eine Fahrkarte vernünftig kaufen, noch eine Fahrradfahrtkarte mitkaufen. Ganz komisch. Na gut, irgendeine Lösung werde ich finden. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis denn dann. Also ich muss jetzt nach Heringsdorf. Da soll es angeblich so ein Reisezentrum geben oder Fahrkartenverkauf. Hoffe ich mal, dass ich da jetzt Glück habe. Das war jetzt eine schwere Geburt, aber ich habe es hinbekommen. Ich habe tatsächlich eine Bahn morgen von Heringsdorf nach Hildesheim bekommen. Sogar auch so, wie ich es wollte. Das einzige Problem ist halt, dass unterwegs ein Stückchen Schienenersatzverkehr ist für 5 Kilometer. Der Bus nimmt keine Fahrräder mit, heißt also, ich muss diese 5 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, um dann in Wolgast wieder in die Bahn einzusteigen. Aber die Dame hier in Heringsdorf hat sich so viel Mühe gegeben, hat das alles rausgesucht, hat mir sogar extra eine Fahrt eher gegeben, dass ich also die 5 Kilometer locker schaffe. Genau. Und dann geht es irgendwann nach Berlin und in Berlin habe ich einen ICE und den Stellplatz fürs Fahrrad habe ich im ICE auch sofort bekommen. Also kann es morgen nach Hause gehen und jetzt werde ich mir meinen Campingplatz hier irgendwo in Heringsdorf dann wohl suchen. Dann habe ich es morgen früh nicht so weit bis zur Bahn und dann genieße ich das schöne Wetter am Strand. Bis dahin. Ciao, ciao. So, Freunde, jetzt nach fast 700 Kilometern in den Beinen und eigentlich das Ziel, am Ziel, habe ich jetzt hier versucht, auf so einen Campingplatz drauf zu kommen. Das ganze Ding heißt Mobilcamp Heringsdorf. Da lässt er mich nicht drauf. Da sagt er, ich darf mit meinem Zelt hier nicht drauf. Also das ist ein absolutes Unding und so fahrradfahrerunfreundlich. Ich kann es nicht verstehen und ich muss euch eindeutig sagen, egal ob ihr mit Wohnmobil, mit Wohnwagen oder was weiß ich auch hier unterwegs seid, Leute, meidet diesen Platz. Danke, ich suche weiter. Bis später. Ciao. Ihr werdet es nicht glauben, aber das ist echt gar nicht mehr so einfach, hier auf Usedom, Ecke Heringsdorf, irgendwie einen Campingplatz zu finden. Hier gibt es echt kaum noch Campingplätze, beziehungsweise den einen, den ich gefunden habe, nur mit Voranmeldung. Der andere, der mich jetzt erst gar nicht hat draufkommen lassen. Jetzt habe ich hier weitergeschaut und jetzt habe ich jemanden gefunden, der mir hier sein Baumhaus zur Verfügung stellt. Klar, kostet natürlich das Doppelte wie ein Campingplatz, aber ich habe wenigstens eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden. Es ist noch relativ früh am Tag. Ich muss noch einmal zur Bank, muss Geld holen, weil so viel Bargeld habe ich immer nie mit. Und danach gehe ich erstmal an den Strand und dann werde ich erstmal alle Viere von mir strecken. Das Wetter ist echt super.
die Sonne scheint, blauer Himmel, so ein paar schöne Wetterwolken und ich glaube 16, 17 Grad sollen es sein, in der Sonne gefühlt um einiges wärmer. Also bis denn dann. So, jetzt bin ich mal ganz mutig und ich will mal mit den Füßen in die Ostsee gehen. Will mal wissen, wie kalt das Wasser ist. So, dann gebe ich mal ein letztes Fazit von der heutigen Etappe. Das waren ja heute nur mit allem drum und dran, mal nach Swinemünde und wieder zurück und Suche nach einem Schlafquartier. 50 Kilometer. Ich war ja nun schon Vormittag da gewesen. War ja jetzt nicht mehr weit. Es gab noch mal so ein paar Steigungen ganz zum Schluss. Die hatten es noch mal in sich gehabt. Und dann natürlich diese blöde Suche da nach diesen Campingplätzen, die es hier scheinbar echt nicht mehr gibt. Ich als alter Halunke aus der DDR kann mich erinnern, dass es hier tatsächlich mal viel mehr Campingplätze gegeben hat. Gibt es nicht mehr, egal. Ich bin ja jetzt hier untergekommen und hatte jetzt auch lecker zu Abend gegessen, war nochmal am Strand, habe mir den Sonnenuntergang angeschaut. Das war wirklich eine sehr interessante Tour. Das waren Grenzerfahrungen. Wirklich einerseits entlang der deutsch-polnischen Grenze. Die Grenzerfahrungen für mich auch die ganzen Steigungen, die Eiseskälte in den Nächten und der Gegenwind. Der war richtig extrem. Aber es hat trotz alledem viel, viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut euch das Video bis zum Schluss an oder habt es euch bis zum Schluss angeschaut und hattet genauso viel Spaß und habt ein paar tolle Eindrücke mitnehmen können. Morgen geht die Heimreise und vielleicht lasse ich nochmal die Kamera laufen. Mal schauen, was mich auf der Heimreise jetzt noch alles so überraschen wird. Was es für Komplikationen geben wird. Die Bahn ist dafür bekannt, aber ich komme irgendwie nach Hause und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst das Abo da. Es wird die nächste Reise irgendwann geben. Ich habe noch mal einen leckeren Brösterchen. In dem Sinne macht man alle. Gute Nacht. Sehr lecker. Bis denn dann, euer Halunke. Ciao, ciao. Hallöchen und guten Morgen. Tag der Abreise. Es geht zurück nach Hause, nach Hildesheim. Ich habe eigentlich richtig gut geschlafen in diesem Baumhaus oder Baumhäuschen da. War
eine ganz angenehme Nacht. Ich bin nur nachts einmal wach geworden mit tierischen Kopfschmerzen. Aber ich glaube, das lag jetzt einfach daran, dass der ganze Wind mir so um den Kopf gepustet ist. Und ich ja nun gestern noch den ganzen Tag am Strand war, was ja echt traumhaft war. Also ich bin hier am Bahnhof in Bansin und muss jetzt fahren nach Trassenheide. In Trassenheide muss ich aussteigen. Da gibt es einen Schienenersatzverkehr. Ob der mich jetzt mit dem Fahrrad mitnehmen kann, weiß ich nicht. Im Zweifelsfall muss ich dann die 5 oder 6 Kilometer bis Wolgast radeln und muss dann im Wolgast wieder in die Bahn einsteigen. Aber da habe ich genug Zeit einberechnet, dass ich den dann nach Wolgast auch schaffe. Alles klar. Bis später erstmal. Ne? Ciao, ciao. Ja, also perfekt, das hat geklappt. Ich kann mit dem Schienenersatzverkehr in den Bus mitfahren. Erleichtert mich natürlich jetzt um einiges. Sonst hätte ich die, wo ich erst dachte, 4 bis 5 Kilometer selber fahren müssen. Aber es sind dann doch irgendwie so 10, 11, 12 Kilometer. Naja, so komme ich mit dem Bus jetzt mit. Und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit in Wolgast. Dann kann ich mir irgendwo nochmal einen Kaffee holen. Also bis später. Ja, also es klappt ja alles super. Also Wolgast bin ich angekommen und jetzt geht es weiter wieder mit der Bahn bis nach Züssow. Ich nehme jetzt sogar eine Bahn eher, damit ich wirklich keine Probleme nachher bekomme. Wenn ich die nächste Bahn nehmen würde, könnte es passieren, dass ich dann den Anschluss nicht kriege, weil durch den Schienenersatzverkehr die Bahn muss ein bisschen warten. Aber jetzt hat das alles geklappt. Dann habe ich in Züssow natürlich im 1,5 Stunden Aufenthalt, aber die nehme ich dann in Kauf, kein Problem. Und dann geht es von Züssow nach Bernau bei Berlin. Also bis später. Also in der Bahn nach Bernau bei Berlin hat soweit jetzt auch alles geklappt. Ich sitze drinne, es geht los. In Berlin bzw. in Bernau wird es erstmal ein bisschen kompliziert, weil dann muss ich irgendwie mit der S-Bahn und dann noch einer innerstädtischen Bahn zum Gesundbrunnen bzw. danach nach Spandau. In Spandau habe ich dann den ICE, den muss ich kriegen, weil da habe ich den Stellplatz. Ansonsten muss ich mit den ganzen Bummelbahnen weiterfahren. Also hoffen wir mal, dass alles klappt. Bis denn dann. So, also ich bin in Berlin-Spandau. Das hat alles geklappt. Die Regionalbahn eben von Gesundbrunnen bis hierher hatte zwar ein bisschen Verzögerung, weil da irgendwie Zugreparaturarbeiten noch durchgeführt werden mussten. Aber ich bin trotzdem pünktlich angekommen. Jetzt warte ich auf den ICE nach Hildesheim und dann habe ich es gleich geschafft. 18.18 Uhr in Hildesheim. 3 Kreuze dann heute. So, nachdem ich jetzt eigentlich fast die gesamte Fahrt geschlafen habe, weil ich echt so kaputt war, bin ich jetzt hier gerade in Hildesheim am Hauptbahnhof ausgestiegen. Ich setze mich jetzt aufs Fahrrad, fahre nach Hause und freue mich auch auf zu Hause. Ich hab's geschafft. Ich bin zu Hause.
Also nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es hat trotz alledem viel Spaß gemacht. Und ja, die nächste Reise kommt dann gewiss. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis denn dann. Gehabt euch wohl. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.